Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Loxone Explained, dem Format für alle Technikfans, Loxone-Partner und die, die es noch werden möchten. In einem unserer letzten Videos haben wir uns näher damit beschäftigt, wie man einen Aussperrschutz für beschattete Ausgangstüren mithilfe des Miniservers realisiert. Da der Sommer jetzt immer näher rückt, bleiben wir in der heutigen Folge im Garten bzw. auf der Terrasse. Und zwar schauen wir uns heute genauer an, wie man die Beleuchtung, die Musik und vieles mehr präsenzabhängig im Außenbereich automatisiert. Denn gerade im Außenbereich gibt es die ein oder andere Hürde zu überwinden. Gerade in den Sommermonaten hält man sich natürlich oft draußen im Garten oder auf der Terrasse auf und natürlich möchte man, dass auch dann beispielsweise automatisch die Musik startet oder sich die Beleuchtung einschaltet. Wie in den Innenbereichen ist die exakte Präsenzerfassung auch im Außenbereich, beispielsweise auf der Terrasse, eine wichtige Grundvoraussetzung für sämtliche automatisierten Abläufe. Egal ob Aktivierung der Beleuchtung oder der Musik oder das Stoppen der Gartenbewässerung, das Deaktivieren des Mähvorgangs eines Rasenmäherroboters und vieles mehr. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied bei der Präsenzerfassung im Vergleich zu Innenräumen. Beispielsweise kann es vorkommen, dass Katzen, Hasen oder andere Tiere durch den Garten oder über die Terrasse laufen und so vom Präsenzmelder erkannt werden. Damit aber eben genau dann nicht das Licht mitten in der Nacht angeht oder die Musik anfängt zu spielen, ist die alleinige Präsenzerfassung nicht ausschlaggebend. Wir empfehlen, diese mit dem Öffnungszustand der Terrassentür zu kombinieren und so eine eindeutige Präsenz zu ermitteln. Konkret könnte das in unserem Beispiel heißen, dass die Beleuchtung oder Musik nur dann eingeschaltet werden, wenn eine Präsenz erkannt wird, aber zusätzlich auch die Terrassentür geöffnet ist. Also zwei Faktoren, bei denen von menschlicher Präsenz auszugehen ist. Wie lösen wir nun all das in der Konfiguration? In unserem Beispiel verwenden wir einen Präsenzmelder auf der Terrasse und einen Fenstergriff eher für die Terrassentür. Natürlich könnte man hier auch den Tür- und Fensterkontakt eher oder einen integrierten Tür- und Fensterkontakt angebunden via digitalen Eingang verwenden. Unsere Beleuchtung und Musik auf der Terrasse haben wir bereits konfiguriert. Zur Erfassung der Präsenz nutzen wir den Baustein Präsenz. Wichtig ist nun, dass wir mittels Doppelklick den Haken bei unserem Fenstergriff R und unserem Präsenzmelder im Außenbereich deaktivieren. Warum? Kommen wir gleich drauf. Danach fügen wir uns den Baustein UND ein und verbinden zum einen die Präsenz und zum anderen den Öffnungszustand des Fenstergriffs R mit den Eingängen. Wichtig! Der Eingang des UND-Bausteins, an dem der Öffnungszustand angeschlossen ist, muss negiert werden, denn wenn der Griff geschlossen ist, liefert der Eingang eine 1 und wir benötigen bei geöffneter Tür eine 1, also muss das Vorzeichen umgedreht werden. Nun verbinde ich den Ausgang des UND-Bausteins mit dem Eingang IACT, welcher die Präsenz mit steigender Flanke aktiviert. Jetzt muss ich nur noch einen Merker einfügen, welchen ich mit dem Ausgang AQPR des Präsenzbausteins verbinde. Diesen Merker kann ich jetzt wiederum mit der Lichtsteuerung und dem Audioplayer verbinden. Und schon wird die Beleuchtung und die Musik automatisch aktiviert, wenn die Tür geöffnet ist und eine Präsenz auf der Terrasse erkannt wird. Dieser Status der Anwesenheit auf der Terrasse kann zum Beispiel jetzt auch dafür verwendet werden, um die Bewässerung zu stoppen oder den Rasenmäherroboter zu deaktivieren. Achtung, noch ein wichtiger Tipp an dieser Stelle. Haben Sie mit Loxone eine Alarmanlage realisiert, empfehlen wir, den Präsenzmelder im Außenbereich nicht zu berücksichtigen. Dies kann sonst schnell zu Fehlalarmen führen. Einfach einen Doppelklick auf den Alarmbaustein und nun den Haken beim Präsenzmelder im Außenbereich deaktivieren. Und schon wird der Alarm nicht versehentlich nachts von streunenden Katzen ausgelöst. Also, Sie sehen, es lassen sich ganz viele Produkte und Funktionen aus dem Loxone-Kosmos miteinander kombinieren, um ein Gebäude wirklich intelligent zu machen. Haben wir Sie nun neugierig gemacht und Sie interessieren sich für eine Partnerschaft mit Loxone? Dann informieren Sie sich jetzt unverbindlich auf unserer Webseite. Falls Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie einen Daumen nach oben und ein Abo auf unserem Kanal da. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal.